Jo, was geht? Nix bei dir. Die rechte Spur verwenden, wenn die Ausfahrt 40 Richtung Venlo 1000-3000 nehmen. So, also um das hier mal aufzuklären, wir sind nach dem Holland drinnen reingefahren, ab nach Venlo und zwar einkaufen. Zwei Brüder, ein paar Getränke holen und so weiter und so fort. Da der Sascha einen Kleinwagen fährt, bietet sich das an. Ja. Und von daher, easy going. Ich weiß nicht, was der für ein Typ ist, da ist irgendwas mit Parkanweiser, ja, der sagt jetzt, Digga. Geld haben, weil er sagt, dass ich hier parken kann. Ist doch voll geil. Voll krass. Wie viel gibst du dem, 100? Gar nichts. Huni ist drin, oder? Gar nichts, Mann. Gar nichts? Gar nichts. Okay. Weil hier ist... So, wenn hier sonst voll ist, so, dann okay. Wenn da einer kommt und sagt, yo, hier, ne, dann ist das schon geil. Aber nicht, wenn hier leer ist. Guck mal, da kommt schon der Nächste. Ja, stimmt. Immer so. So, das war nämlich gemeint mit Kleinwagen. Bitte? Was? Eine schöne Maschine. Danke. Ja, danke schön. Ist seiner. Ja. auf jeden Fall. Bitte? In dieser Ecke so. Okay, YouTube ist in Ordnung, ne? Ja, YouTube ist noch. Tippi, Toppi. Toppi, dann ist gut. Wenn noch nicht anfängt zu brennen. Ja, ich glaube, YouTube fängt nicht an zu brennen, Alter. Schon in Ordnung, Digi. Ich sag, so, jetzt gekommen. Ja, wir gehen jetzt erstmal was essen. Lecker war's und jetzt gehen wir einkaufen. Ab nach den zwei Brüder drinnen rein. Fühlen sich lecker an so? Locker eine Happy Hippie Folie drin. Eine was drin? Kaffee. Ja, Kaffee. Jo, also so Must-Have-Dinger. In Holland, was sagst du? Also ich sag so Kaffee auf jeden Fall. Trinken, Alter. Dosen. Trinken, Dosen, genau. Brot. Brot, Streusel. Süßkram. Alter. Haschisch. Gesundheit. Nee, ja, so ein bisschen Streusel, Alter, auf jeden Fall. Ich möchte Brotstreusel, diese Schokoladenstreusel. Mag ich gar nicht. Einmal, übrigens. Was, wieso, was? Nee, Alter, mag ich gar nicht. Wieso? Weiß ich nicht. Es ist. Ach so, sag das doch gleich. Ideale Größe für ein Sandwich-Toast. Das stimmt, ja. Oder 10. Oder 20. Ja, pack eine mit. Okay. Klassiker, Freunde. Klassiker. Der hat den noch nie getrunken. Gott, hab ich da Bock drauf, ey. Aber ich lass es einfach sein. Digga, ich kauf's einfach nicht. Was? Rosinenbrötchen, das ist Must-Have in Holland. Rosinen, Digga. Rosinenbrötchen mit schönen Margarine drauf, Käse drauf. Ich muss dir sagen, ich habe ja nichts gegen Rosinen. Aber Sachen, wo Rosinen drin sind, sind definitiv kein Must-Have, Junge. Aktuelle Bestandsaufnahme. Rosinenbrötchen von Sascha. Beefy, Kaffee, Hörnchen, Brot und ein bisschen was zu trinken. Mayo. Oh. Und eine Knoblauchsoße. Und Käse. Genau. Gönn dir richtig, Digi. Okay, ich werde es zwar nicht kaufen, aber... Alter. Junge, Junge, Junge. Die haben selbst einen Teller. In, Glas? Ja. Sehr gut. So. Hier ist das, was ich will. Streusels, Alter. Überall. Ihre Streusel haben ein bisschen grobflockig oder nicht so flockig, ein bisschen dunkel, ein überall Streusel. Gute Serie, wo möchte sie? Überall Streusel. Okay, nehmen Sie einmal alles mit, kein Problem. Probleme beim Einkaufen? Kaufen Sie sich einfach einen verdammten Dodge Ram. Ohne Witz, sonst wenn ich in Holland war einkaufen, war der Kofferraum instant voll. Das hier sind jetzt drei Paletten Getränke.
schon. So geil, Alter, ey, ohne Scheiß, Mann. Und jetzt gehen wir, wie heißt dieser Laden? Jetzt gehen wir erst noch da, noch mehr Getränke kaufen und dann gehen wir nach Albert Heijn. Albert Heijn. Albert Heijn. Den kenne ich auch. Da gibt's richtig geilen Streusel, Alter. Warum habe ich mir jetzt hier so Streusel geholt? Weil du kacke bist. Ja, aber du bist kacke, weil du mir das nicht vorher gesagt hast. Satzbau. Ja, aber. Lern Deutsch, Digi. Grammatik. Ja, komm. Holland, Alter. Ich liebe es. Es ist so schön hier, ohne Scheiß. Es ist wirklich einfach schön. Ja, Freunde. Ich sag nur 5,7 Liter Hemi, Junge. Also wenn man hier einkaufen geht, kann man sich einen Kaffee ziehen. Und die Einkaufswagen haben tatsächlich einen Becherhalter, damit du deinen Kaffee, währenddessen du einkaufst, in den Einkaufswagen stellen kannst. Paradies, Alter, Paradies. Jo, könnte das sein, dass der nach der Autobahn ein bisschen lauter ist? Geringfügig! Jo, was geht? So, wir sind jetzt zurück in Krefeld. Alle Einkäufe hinter uns gebracht und jetzt sind wir auf dem Weg nach dem Mediamarkt drin rein und gucken, was wir da Tolles kaufen. Du brauchst ein Kabel? Gut, ne? Gucken. Im Mediamarkt? Ja. Geil, Alter. Elektrische. Faule Sau. Interessant. Ich hab einen Fernseher. Ja, ich bin eigentlich hier, weil er ein Kabel braucht und ich dachte an einen, klingt jetzt voll doof, aber an einen Studiofernseher. Alter, hat der einen Subwoofer hinten drin, Alter? Cool. Cool. Ich dachte an einen Studiofernseher, an den ich dann auch Konsolen anklemmen kann, damit ich im Stream auch mal Konsole spielen kann. Aber die Fernseher, die ich alle haben möchte, die rentieren sich absolut nicht, weil die alle so unfassbar teuer sind. Es gibt doch keine 2000 Euro aus, um dreimal in einer Woche eine Konsole anzumachen. Wobei der schon echt schön ist. So, Freunde, ich komme schon wieder in Versuchung. Xbox One X. Ich würde die wirklich gerne mal sehen, aber dann brauche ich halt auch einen Fernseher dazu. Ne? Oh, guck mal, sie steht sogar hier. Ja, Digga, meinst du? Die ist halt scheiße teuer dafür, dass ich die vielleicht zweimal im Monat anmache, Alter. Vorschau-Edition. Battleground. Ja. 25 was, genau, was haben wir gestern im Stream gesagt? Ich wollte unbedingt mal Battlegrounds austesten in 30 FPS, wie das so aussieht. Und ich kann die Grafik so hochschrauben, wie ich will. Mein Rechner kommt halt nicht runter auf 30 Frames. Deswegen hole ich mir eine Xbox, um zu gucken, wie so ein Spiel kacke läuft. Ja. So, ich überlege gerade tatsächlich, ob ich dieses Gerät mitnehme. Weil, wenn ich Konsole zocke, zocke ich nur die Switch. Also nur an der Switch. Und nur über der Switch-Display. Ja. Ja. Und ich habe ja eine PS4 Pro. Ich versuche das gerade zu rechtfertigen. Und die kann ja HDR. Und der hat ja HDR. So, ich habe keinen Fernseher gekauft. Ich habe es nicht getan. Schreibt in die Kommentare. Stolz. Ja, wie fast jeder Ausflug endet er natürlich bei Loxandra. Jetzt wird erstmal lecker gegessen. Schnitzel und Gyros. Oder einfach nur Tzatziki. Alter, ich liebe Tzatziki. Ich esse gerade nur Tzatziki. Bestimmt danach wird mir sehr gut, aber ist mir egal. Egal. Digga, hast du das gesehen, Mann? Was denn? Guck mal hier. Da fehlt ein Stück Gyros, Alter. Digga, wirklich jetzt? Ja. Hast du gesehen, dass du gar kein Schnitzel auf dem Teller hast? So, das war's, Freunde. Ich werde jetzt das Video schneiden und dann ist das auch fertig. Daumen nach oben, wenn ihr Bock habt. Ansonsten jemand nicht. Ist ja wie immer euch überlassen. Haut da rein, bis dahin. Tschö.